Hi ihr Wundervollen, ich hoffe es geht euch gut und ich freue mich, dass ihr da seid zu einem neuen Video. Heute geht es um meine Top-Serien. Ich habe wirklich in den letzten Monaten so viele Serien geguckt und super gerne Serien geguckt. Das war vielleicht auch deswegen einfach der Fall, weil ich tagsüber viel gearbeitet habe und mir das dann abends so gut getan hat, abzuschalten, eine Serie anzumachen, zu essen, zu chillen und den Abend ausklingen zu lassen. Und ich habe 7 Serien so rausgepickt, die ich sehr, sehr gut fand, die ich euch gerne weitergeben wollte, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, oder? Was gibt's da Besseres, als einen Serienabend zu veranstalten? Von dem her ist da vielleicht was für euch dabei. Meine allerliebste Lieblingsserie ist nicht dabei, weil ich glaube, die kennen eigentlich alle. Breaking Bad, ich möchte es nur einmal kurz erwähnen, es ist die beste Serie aller Zeiten. Da kommt auch keine von denen dran, die ich euch jetzt zeige, auch wenn die alle sehr, sehr gut sind. Aber Breaking Bad ist wirklich der Hammer. Ich habe diese Serie 6-mal durchgeguckt und ich vergöttere sie sehr. Also falls ihr sie nicht kennt, guckt sie euch unbedingt an und jetzt folgen die anderen 7. Erste Serie, die ich euch empfehlen möchte, ist Homeland. Homeland haben wir vor einem Jahr ungefähr schon mal angefangen, aber dann nach 2, 3 Folgen aufgehört, war irgendwie nicht so unseres, dachte ich und so weiter. Haben jetzt wieder angefangen und fanden es richtig gut. Vor allem möchte ich betonen, die Staffeln 1 bis 3, die sind extrem gut. Ab der 3. Staffel, beziehungsweise ab der 4. dann, ändert sich die Handlung so sehr, dass es fast wie eine neue Serie ist. Aber es ist immer noch gut, aber vor allem die Staffeln 1 bis 3 sind grandios. Es handelt sich um Nicholas Brody, der ein Marine ist, der im Irak verschwindet, der gefangen gehalten wird im Irak. Man weiß es aber nicht genau. Man denkt sogar eher, dass er tot ist. Er wird aber dann gefunden und befreit und kommt zurück in die USA. Und er ist einer der Hauptdarsteller und die andere ist Carrie Mathison. Sie ist CIA-Analystin und sie erfährt von einem Gefangenen im Irak, dass es einen Soldaten geben soll, der umgedreht wurde im Irak und jetzt gegen die USA arbeitet. Und Carrie Mathison vermutet, dass es Nicholas Brody ist. Es kann eigentlich niemand anderes sein, der jetzt eben befreit wurde und zurück zu seiner Familie kann. Und dann geht es eben darum, wie sich Nicholas Brody zum einen wieder integriert in die Gesellschaft nach einer Gefangenschaft von 7 Jahren unter Folter und so weiter. Und zum anderen darum, wie die Carrie Mathison einfach recherchiert und spioniert, ob er dieser umgedrehte Soldat ist. Und das ist unglaublich spannend und das ist wirklich, man will durchgucken, eine Folge nach der anderen. Man kann nicht aufhören, es ist wirklich, wirklich spannend. Und die Spannung bleibt bis zum Schluss und es ist wirklich sehr interessant, kann ich nur, nur, nur empfehlen. Die zweite Serie ist The Affair. Das ist eine ganz andere Serie. Mal sowas habe ich noch nie so geguckt. Das ist eher eine ruhigere Serie, eine bisschen psychologischere Serie. Und es geht um Noah. Noah ist Papa, ist verheiratet und ist Schriftsteller. Und führt eigentlich ein ganz glückliches Leben. Und dann trifft er auf Allison, eine Kellnerin, und die beiden beginnen eine Affäre miteinander. Und dann geht es eben darum, wie das mit dieser Affäre weitergeht, mit seiner Familie weitergeht und gegen Ende ist dann auch ein Todesfall quasi ein, wie soll ich sagen, ein Haupthandlungsstrang. Es geht um einen Todesfall und darum, wer wie in diesen Todesfall verwickelt ist. Und das ist wirklich irrsinnig spannend auf so eine ganz andere Ebene. Vor allem bei The Affair ist es so, habe ich sonst auch noch nicht so gesehen, dass die Handlung immer aus 2 Perspektiven erzählt wird. Einmal immer die gleiche Geschichte quasi aus seiner Perspektive und einmal aus der Perspektive von Allison. Gegen Ende kommen dann sogar noch mehr andere Perspektiven hinzu und das macht es sehr, sehr spannend und ich finde das so realistisch, weil auch bei uns im Leben ist es ja oft so, man hat so unterschiedliche Wahrnehmungen und der eine nimmt etwas ganz anders wahr als der andere. Und dann wundert man sich so hinterher, hä, nee, das war doch so und so. Nö, ich finde, das war so und so. Und genau das wird da aufgegriffen bei The Affair und es ist unglaublich spannend. Also wer so ein bisschen auf psychologischere Serien steht und auf so ein bisschen diese menschlichen Abgründe auch und die menschlichen Verlangen und so weiter, sollte sich auf jeden Fall The Affair anschauen. Dann eine Serie, die ich einfach so sehr mochte, weil sie so eine perfekte Serie ist, die spannend ist, aber nicht zu spannend. Weil wisst ihr, manchmal stresst es mich, wenn Serien zu spannend sind, weil ich dann nicht aufhören kann zu gucken. Und ich denke tagsüber dran und möchte gucken und dann fange ich schon früher an zu gucken, als ich eigentlich anfangen möchte und mache weniger meine Arbeit und so. Deswegen ist es manchmal in arbeitsreichen Zeiten für mich viel besser, eine Serie zu gucken, die spannend ist, aber nicht zu spannend, sodass ich auch wieder gut aufhören kann. Und da ist
Bosch eine Serie. Die gibt es bei Amazon Prime. Und ich liebe schon mal den Schauspieler, der Bosch spielt. Und Bosch ist ein LAPD-Detective, zum Brecher LAPD-Detective. Und es geht um ihn, um seinen Partner, um seine Tochter, um seine Ex-Frau, alles außenrum und natürlich um immer einen Fall, den sie gemeinsam lösen. Und da ist es so bei Bosch, dass die Fälle sich über eine ganze Staffel ziehen. Und das finde ich mega genial, weil man so richtig tief in die Fälle einsteigen kann und miträtseln kann und die Fälle auch immer sehr komplex sind. Und das mag ich unheimlich gerne. Und dann noch diese außen drumherum Geschichte und er selber, also Bosch, ist so ein bisschen ruppiger, mit aber großem Herz und mit so unkonventionellen Wegen, hat auch eine eigene krasse Vergangenheit, die immer wieder ins Spiel gebracht wird. Also ich finde Bosch einfach toll und es ist irgendwie ein cooles Feeling bei der Serie und ich kann es wirklich nur empfehlen. Dann Goliath. Goliath habe ich echt noch nicht so oft gehört. Ich finde die Serie toll. Es gibt noch nicht wirklich viele Staffeln und ich hoffe, es kommen da noch welche, weil ich fand sie wirklich gut. Ich liebe den Darsteller, das ist Billy Bob Thornton und er spielt auch jemanden, der Billy heißt in der Serie. Und Billy war mal früher Spitzenanwalt in einer Spitzenkanzlei und mittlerweile aufgrund von Alkohol und so weiter ist er so ein bisschen abgerutscht und ist nicht mehr dieser Spitzenanwalt. Er bekommt aber einen Auftrag und soll einen Mandanten vertreten, der gegen den Mandanten von seiner ehemaligen Kanzlei antritt. Und dann ist es natürlich nicht nur ein Kampf darum, diesen Fall zu gewinnen, sondern auch gegen seine ehemalige Kanzlei zu gewinnen, wo es einige ungeklärte Sachen noch gibt und wo Feindschaften sind zwischen ihm und der ehemaligen Kanzlei und so. Super interessant, vor allem arbeitet seine Ex-Frau in dieser Kanzlei, in der er früher gearbeitet hat. Da gibt es ganz viel Konfliktpotenzial, es ist spannend. Ich liebe, wie Billy Bob Thornton spielt, ich liebe diese Rolle Billy in Goliath, die eben Alkohol trinkt, so ein bisschen abgefuckt ist, aber immer kämpft und irgendwie einfach genial, wirklich hochgradig, auch von den Schauspielern, ganz, ganz tolle Serie. Dann Fear the Walking Dead. Wer Walking Dead mag, muss Fear the Walking Dead gucken. Das ist sozusagen die Vorgeschichte von Walking Dead, also wie dieser Virus entstanden ist. Aber relativ schnell, so nach der ersten Staffel, nimmt es schon eigentlich die Züge an von Walking Dead. Es ist, finde ich, dann wie Walking Dead, nur mit anderen Darstellern, die aber super sympathisch sind, vor allem der Hauptdarsteller Nick. Also es ist so eine Familie, die besteht aus einer Mutter, die zwei Kinder hat, die Madison und jetzt zwei Kinder, den Nick eben und die, ich muss nachgucken, Alicia, genau. Und sie lebt mit ihrem Mann zusammen, mit dem Travis, der wiederum auch mit seiner Ex-Frau einen Sohn hat. Und die versuchen sich natürlich alle gemeinsam zu retten, als der Virus ausbricht. Und es ist wieder diese Weltuntergangsstimmung, die so spannend ist. Wieder ganz neue Szenarien, tolle Leute, tolle Kulissen. Also ich finde es einfach grandios und ist absoluter Suchtfaktor. Dann Suits. Suits hat mich komplett gesuchtet, sozusagen, oder habe ich komplett gesuchtet. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass Anwaltsserien so gut sein können. Aber es sind tolle Leute dabei, tolle Männer, tolle Frauen, tolle Fälle. Es geht nicht in erster Linie, finde ich, nur um die Fälle, sondern es geht um das Zwischenmenschliche ganz viel. Es geht um den Harvey, der eine Kanzlei hat mit der Jessica zusammen. Also die beiden haben eben eine Kanzlei, eine Anwaltskanzlei und er stellt dann den Mike ein. Und der Mike ist vielleicht nicht wirklich der Anwalt, für den man ihn hält, aber es entsteht eine tolle Freundschaft zwischen ihm und dem Mike. Und der Harvey, also der Chef, hat dann auch eine Sekretärin, die Donna. Und zwischen ihr und ihm ist so eine ganz komische Geschichte, die läuft. Und er ist ein ganz interessanter Typ, so ein bisschen, ja, so verschlossen. Und ach, es ist wirklich, es ist einfach so spannend. Und dann gibt es noch den Louis Litt, der so die witzige Rolle übernimmt, aber auch alles auf so einem hohen Niveau. Und es geht eben ganz viel um diese ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Anwälten, Sekretärinnen und so weiter, Liebesgeschichten, Intrigen und so weiter. Und eben dann auch immer noch um die Fälle und darum, was mit diesem Mike ist, der vielleicht nicht eben unbedingt wirklich Anwalt ist und was das damit auf sich hat. Und das ist so spannend, da kann man nicht aufhören zu gucken. Und ich dachte bei der ersten Folge so, was ist denn das? Aber dann bin ich so reingerutscht und es ist eine der besten Serien aller Zeiten und ich freue mich sehr auf die neue Staffel. Aktuell gucke ich gerade The Good Wife, das wollte ich euch auch erzählen, weil das ist auch diese perfekte Serie, wenn man sagt, ich will was gucken am Abend und ich will irgendwo so ein bisschen eintauchen, aber ich will nicht super süchtig werden. Und The Good Wife, finde ich, ist dafür richtig gut, ist eine Anwaltsserie, wo es aber sehr im Vordergrund um die einzelnen, Prozesse geht und um die einzelnen Fälle geht.
Das ist sehr im Vordergrund, vor allem als Hauptdarstellerin. Sie ist eben Anwältin und ihr Mann ist der Darsteller, der auch Mr. Big spielt bei Sex and the City. Und ihr Mann ist Staatsanwalt, sitzt aber aktuell im Gefängnis. Und jetzt geht es darum, ob er natürlich auch rauskommt aus dem Gefängnis und so weiter. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Auch warum er im Gefängnis sitzt, das ist eine ganz krasse Geschichte. Und es geht eben auch schon um ihr Privatleben auch und natürlich, was auch in der Kanzlei so stattfindet. Und das zieht sich auch durch die ganze Staffel. Aber ansonsten geht es einzeln auch immer in jeder Folge um einen neuen Fall. Und es ist so eine perfekte Mischung, weil man dadurch auch immer schön abschließen kann. Jetzt ist der Fall erledigt und okay. Und irgendwie kann man dadurch auch ganz gut abschließen. Und trotzdem ist es spannend, auch aufgrund dieser privaten Geschichte. Also es ist so eine perfekte Serie, wo man nicht so süchtig wird, die aber trotzdem spannend ist und die Spannung aufrechterhält und eine tolle Qualität hat, wenn man auf so Anwaltsserien steht. Und die mochte ich auch sehr, sehr gern. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für Serienempfehlungen habt. Ich mache gerne demnächst mal nochmal ein Update mit nochmal neuen Serienempfehlungen, weil ich noch so ein paar im Petto habe, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Und schreibt mir gerne, ob was für euch dabei war, was ihr euch vielleicht angucken wollt. Ich freue mich auf jeden Fall total von euch zu lesen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!